Ist hier was? Müssen wir noch was finden, bevor wir weiterziehen? Also ist schon mal gut zu wissen, dass der nicht allzu gut sehen kann und auch nicht ganz so helle ist. Wenn er sich hinsetzt, ist er in so einer Art Ruheposition, wo der nicht so schnell was mitkriegt. Da hinten ist er allerdings. Und er nähert sich wieder dem... Jetzt sieht man den auch so ein bisschen im Mondlicht. Scheiße. Lass uns mal eben ganz kurz herunterlaufen. Ich weiß nicht. Also hier ist keine Nachricht. Hier sehe ich nichts. Hoch. Ich laufe lieber mal runter. Hier geht's nicht weiter. Müssen wir hier noch was entdecken? Notfalls auch ohne Taschenlampe, wie gesagt. Da hinten ist das Feuer. Gucken, ob wir noch weiterlaufen können jetzt. Das ist wieder die Brücke, von der wir gekommen sind. Oder? Sieht so aus. Da hinten... Nee. Lass uns mal rechts halten gleich. Wenn der jetzt mal ein bisschen weiter irgendwo hinläuft... Er sieht uns nicht. Wie schnell der die Richtung wechselt. Setz dich bitte mal hin. Setz dich jetzt bitte mal hin. Komm schon! Nein! Ach doch, da können wir durch. Okay. Alles klar. Aber wir haben jetzt nichts gefunden, ne? Ich hoffe nicht, dass wir was übersehen haben. Lass uns mal einfach weitergehen. Wann wird es denn wieder... Das könnte wieder eine Erinnerung sein, mit der wir konfrontiert werden. Erinnert mich ein ganz klein wenig an Everybody's Gone to the Rapture, nur dass dieses Spiel wesentlich gruseliger ist. Hallo, ist da jemand? Bitte? Hallo? Nein, hier können wir nicht langlaufen. Ich will über diese Mauer. Alter, wo müssen wir denn hin?
Mann. Aha. Ich würde jetzt gern erstmal zu dem Haus irgendwie hinkommen. Das wäre schon ganz nice. Höre ich hier Schritte oder... Ich bin immer mit den Nerven zu Fuß, weil ich immer Schritte höre. So. Das könnten Kinder sein. Ich will jetzt erst nochmal hier gucken, ob ich hier rumgehen kann. Ich glaube aber nicht, dass das möglich ist, wenn ich mir das hier so angucke. Zu diesem Haus. Vielleicht kommen wir da noch irgendwie anders hin, aber irgendwie kommen wir jetzt zu diesem Haus nicht hin. So. Weiter geht's. Aber wieder diese Musik. Nichts kann uns aufhalten. Waren wir hier schon mal? Nein, das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, auch eine andere Figur, ne? Man ist da was... Ah, lesen, okay. Lesen! Was zu lesen? Die Warge. Der Hirt. An alle mündigen, körperlich tauglichen Männer und Jungen. Hattis und Skolds Herrschaft in den Tunneln wird bald vorüber sein. Wir wollen die Warge in der Schlucht am Gebirgspass einfangen. Alle mündigen Männer und Jungen sollen sich am dritten Tag des nächsten Mondes vor Morgengrauen am Tor in Vidarbi versammeln. Wir werden die Bestien mit Schlachtabfällen in die Schlucht locken und die Türen für immer hinter den verdorbenen Brüdern verschließen. Wer seine Hilfe verweigert, dem droht die Strafe des roten Eisens. Des roten Eisens. Hirtmann im Namen von Jarl Geier Myrskek. Okay. Die Warge. Wer oder was ist die Warge? Ist doch egal, wo wir hinkommen. Alle Dörfer, alle Häuser, egal wo die sind, sind durchweg komplett verlassen. Man findet Tote, niemand lebt hier mehr. Also der Schluss liegt im Moment nahe, hey, dass... Open the door. Hey, machen Sie die Tür auf, ich muss meinen Sohn finden. Verdammt nochmal, wo ist mein Sohn? Wieder jemand, der den Sohn verloren hat. Die Kinder sind fort. Erik, alle fort. I'm not Eric. Ich bin nicht Erik, ich glaube, er hat meinen Sohn. Who is he? What's he Wer ist er? Was wird er mit ihm machen? Wenn Erik deinen Sohn hat, Wanderer,
dann gibt es keine Hoffnung für ihn. Jetzt verschwinde von meiner Tür. Armer Kerl. Brennt das Haus wirklich oder bilden wir uns das gerade nur ein? Wir können nicht rein. Ich überlege gerade, ob das wirklich brennt. Oder ob das nur eine Erinnerung ist, genauso wie die Stimmen, die wir hier permanent hören. So, jetzt stürzen wir uns erstmal in die Fluten. Nein, machen wir nicht. Da hinten brennt auch Licht in dem Haus. Hier können wir rein. Wieder eine Nachricht. Fehlende Tochter. Wieder ein Kind, das fehlt. Verflucht sei dieser alte Bastard, Erik. Verflucht sei er. Jorun war heute Morgen nicht aufzufinden. Er muss es gewesen sein. Haben im Brunnen und an der Brücke im Dorf gesucht. Aber Jorun hat sich schon immer vor Wasser gefürchtet. Haben Stiefelabdrücke vor dem Fenster gefunden. Noch mehr davon drinnen an Joruns Bettchen. Also die Tochter hieß wohl Jorun oder Jorun. Er ist fast 5 Jahre zu früh dran. Wieso? Was ist nur in ihn gefahren? Wenn ich dran denke, wie mein kleines Mädchen auf diesen Berg geschleppt wird und solch ein Schicksal erleidet. Die Dorfbewohner haben sich versammelt und sind sich einig, dass der Wolf sein Wort gebrochen haben muss. Die teuflische Bestie muss nach noch mehr Kindern lechzen, um ihren verfluchten, unersättlichen Hunger zu stillen. Und wir sollen diese Ungerechtigkeit erdulden? Das müssen wir. Wir sind machtlos gegen ihn, haben sie gejammert. Machtlos. Das Mannsvolk sagt, es dient alles einem höheren Wohl. Hab ihn vor die Füße gespuckt und der ganzen Feigenbrut Lebewohl gesagt. Ich kann den Anblick von Eriks Haus auf dem Hügel nicht mehr ertragen. Wo ist Eriks Haus? Wo ist dieser Hügel? Wird sich alles noch aufklären? Gibt es sonst noch was? Ich würde ja gerne so ein paar Waffen mitnehmen. So, bin jetzt einfach mal hier runter. Würde ja gerne so ein paar Waffen mitnehmen irgendwie, ne? Schwerter liegen ja überall rum. Warum können wir die nicht mitnehmen? Oh Gott sei Dank, hallo? Entschuldigen Sie, mein Sohn ist entführt worden und ich wollte... Du bist zu spät. Bastard, es ist getan. Da ist doch niemand. Wer ist da denn? I'm looking for my son. An old man with a white beard took him. And I think they came this way. Ein alter Mann mit einem weißen Bart hat ihn mitgenommen. Haben Sie ihn gesehen? Es ist getan. Siehst du das nicht, du Hurensohn? Du kannst sie mir nicht mehr wegnehmen, Erik. Du kannst sie mir nicht mehr nehmen. I don't know what you're talking about. I'm not Eric. I won't touch your daughter. Who is he? Does he have my son? Please, I need to know. The wolf. You simpering bitch. The wolf. Der Wolf war's. Der Bastard wollte meine Kleine nehmen und den großen Wolf besänftigen. Aber ich habe ihr einen Abschiedskuss gegeben und sie erlöst. Ich habe mein kleines Mädchen erlöst. Oh mein Gott. Please, don't tell me that's your daughter. Sagen Sie bitte nicht, dass es Ihre Tochter ist. Sieh nur, zu was du mich gebracht hast. Sieh dir an, du hasserfüllte Schlampe. Mein Baby, mein hübsches Mädchen. Guter Gott, nein. Ich musste es tun. Sag mir, dass ich es tun musste. Bastard, Schlampe. Ein Kind, das schon so kalt ist, wird der Wolf niemals akzeptieren. Oh, bitte, bitte.
Das Kind als Opfer für den Wolf? Please. 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 Das ist der erste Mensch, den wir hier sehen, oder? Ah, die Tochter ist schon total lange tot. Das Kind ist schon so lange tot. Der Mann muss hier schon so lange sich aufhalten. Gott, ey. Bevor wir jetzt darüber gehen, gibt's hier noch irgendwas? Eigentlich möchte ich hier gerne weg. Eigentlich möchte ich hier gerne weg. Da ist nichts mehr. Wir gehen jetzt über diese Brücke. Okay, so ganz stabil sieht die auch nicht mehr aus. Das Dorf und dieser Mann, dieser arme Mann. Mein Herz verzehrte sich nach Espen, aber nachdem ich das Dorf verlassen hatte, begann sich mein Herz zu verhärten. Ich hatte immer noch Angst. Ich fühlte mich klein und verlassen. Aber ich war auch wütend. Dieser Mann, Eric, hatte meinen Sohn mitgenommen. Er hatte Espen weggelockt, während ich geschlafen habe. Und das war nicht das erste Mal. Er hatte die ganze Insel vergiftet. Er war gefährlich. Ich wusste nicht, was ich tun würde, wenn ich die beiden eingeholt hätte. Aber ich wusste, war er zu schnell? Wir werden Espen finden. Er lebt noch. Wir werden ihn finden. So, müssen wir jetzt hier irgendwo in den Wald oder wo müssen wir denn hin? Also hier ist der Pfad nicht, hier geht's nicht weiter. Wir müssen jetzt gucken, wo es weitergeht. Hier sind nur Fische. Eine Höhle oder sowas ist hier auch nicht. Wo müssen wir denn hin? Hier geht's doch auch nicht weiter. Müssen wir da hoch? Tja, wohin? Gehen wir erstmal hier weiter. Das brennende Haus? Moment mal. Dieses Haus, das konnten wir eben nicht erreichen. Jetzt sind wir aber da. Ist das Eriks Haus? Kann das wohl sein? Auf dem Hügel? Wovon gerade gesprochen wurde? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der, ist nicht mehr ganz so fit. Hier sind... Oh Gott, hier ist ja alles voll von Leichen. Oh mein Gott! Also die Feier hier... Oder diese Zusammenkunft muss ganz abrupt beendet worden sein. Die sind alle auf einmal gestorben. Am Tisch, während die gegessen haben. Why?
Why? Warum bloß? Was ist hier passiert? Warum? Und wieder die Gesichter verhüllt. Ja, die haben sich da natürlich auch nicht selber aufgehängt. Mein Gott, was ist denn mit denen passiert? Ist hier nicht irgendwo eine Nachricht? Haben wir jetzt irgendwas übersehen? Sieht so ein bisschen ähnlich aus wie das Haus, was wir schon mal gefunden haben. So, hier sind wir reingekommen. Nachrichten gibt es hier keine. Jedenfalls bis jetzt noch nicht. Okay, die können wir aufstoßen. Oh nein. Das Gesicht wieder verhüllt. Einige sind verhüllt, einige nicht. Nur Tote, aber keine Nachricht. Doch. Fest und tot. Ja, so sieht's auch aus. Diese Nacht wird sowohl Freude als Leid bringen. Auf unserer verrotteten Insel sind endlich keine Kinder mehr übrig, außer meinen eigenen beiden Babys. Erik und sein verfluchter Wolf haben uns fast all unserer Kleinen beraubt. Wir alle sind uns des Schicksals bewusst, das uns, die wir die Abmachung mit dem Wolf nicht einhalten konnten, erwartet. Heute wollen wir ein Fest für alle veranstalten, die kommen mögen. Wir werden fröhlich und in warmer Gesellschaft sein und die Götter noch einmal stolz auf uns machen, falls es diese Narren jemals waren. Wenn wir zu tief in unsere Krüge gesehen haben, um noch Angst zu verspüren, werden wir alle ein Schlückchen vergifteten Metz trinken, denn hier gibt es sicherlich nichts mehr für uns. Meine eigene Familie werde ich von den Balken hängen lassen. Der Bastard wird unsere Familienehre nicht besudeln, indem er eines meiner Kinder, der verdorbensten Kreatur aller neuen Welten. Indem er eines meiner Kinder, der verdorbensten Kreatur aller neuen Welten. Da fehlt ein Verb. Mögen die Götter uns, den verfluchten Narren, vergeben und wir in alle Ewigkeit trinken und fröhlich sein. Also die haben sich selber umgebracht, die haben sich vergiftet, weil sie nicht Erik bzw. dem Wolf in die Hände fallen wollt. So verstehe ich das jetzt jedenfalls. Es war nicht Erik selber oder der Wolf oder wer auch immer, sondern die haben sich selber getötet und diejenigen, die hängen, haben die auch selber aufgehängt. Oh mein Gott, also wie verzweifelt muss man sein, um sowas zu tun? Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig verstanden. Die haben quasi ihr letztes Fest gefeiert. Wir müssen Espen finden, das ist klar. Und je mehr wir uns hier das alles ansehen, desto dringender wird das, würde ich sagen. Oh, ich glaube, hier haben wir alles gesehen, oder? Lass uns mal weiterlaufen. Ich glaube, das ist besser. So, das brennende Haus. Da hinten kommen wir nicht hin. Da kommen wir nämlich her. Wir müssen jetzt nach rechts. Vorhin gehen wir nochmal hier rein. Offene Tür. Eigentlich möchte ich hier oftmals gar nicht mehr reingehen. Weil ich mich doch nur erschrecke, was ich hier sehe.
Ja, was haben wir da? Nix. Und immer im Hintergrund diese stimmungsvolle Musik. Nachricht. Gebt Acht, der Hirt. Eine Huldra sucht diese Gegend heim. Die Schlampe frisst alles und jeden, den sie in die Finger bekommt. Wenn ihr passieren müsst, so führt stets eine entzündete Fackel mit euch. Die verfluchte Kreatur hasst das Licht. Männer der Hirt. Okay, die Huldra ist, ja, vermutlich eine Hexe. Oder sowas. Offene Tür. Okay, da geht's wieder in den Berg rauf. Lass uns noch mal eben ganz kurz hier gucken, ob wir noch was übersehen haben. Da hinten brennt das Haus, da waren wir auch drin. Nein, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wir sind richtig. Rauf auf den Berg. Oh Nacht, du bist so lang. Na klar, bei Nacht. Okay, da war gerade ein Schrei. Schrei.